Hier kommen wir zur Ausrichtung. Die Absätze, die sind ja alle linksbündig ausgerichtet an diesem Rand hier. Und ich kann aber jetzt mit dem Cursor in den entsprechenden Absatz klicken. Und dann kann ich zum Beispiel sagen, zentriert, oder hier unten reinklicken, rechtsbündig. Hier richtet sich die Schrift dann natürlich am rechten Rand aus. So, wenn ich jetzt noch eine bisschen bessere Verteilung haben will, dann klicke ich hier rein und sage Blocksatz. Das kann ich natürlich hier auch aktivieren. Hier aktiviert sich das automatisch. Und um jetzt eine noch bessere Verteilung vom Text vornehmen zu können, man sieht hier, dieser Abstand hier ist zum Beispiel etwas größer als jetzt zum Beispiel dieser hier. Und das ist natürlich klar, weil ja der Text hier entsprechend so weit gedehnt werden muss, dass links und rechts der bis zum Rand reicht. Ich kann jetzt noch die automatische Silbentrennung aktivieren, damit ich hier noch einen ausgeglichenen Textabstand habe. Also Rechtsklick und dann geht es mit Absatz. Dann habe ich hier schon den Textfluss und dann sage ich Silbentrennung automatisch und sage OK. Und jetzt trennt sich dieser Text hier entsprechend von selber. Ich habe hier noch manuelle Silbentrennungen vorher ausprobiert. Das Problem ist, wenn sich die Schriftgröße ändert, dann bleiben die natürlich hier bestehen und verschwinden nicht. Also das heißt, hier in der Mitte vom Text macht es ja keinen Sinn, dass hier ein Trennstrich ist. Die muss ich dann natürlich manuell wieder hier rausnehmen.